schon wieder zu Oma und Opa. Das Alter haben wir schon uns gegrüßt. Nein. Straßenbahnbahn in Görlitz bereits seit 1882. Zunächst als Pferdebahn auf 1435 mm Spurweite. 1897 erfolgte die Umstellung auf elektrischen Betrieb, gleichzeitig eine Umspurung auf 1000 mm. Der Wagen, in dem wir hier sitzen, gehört zu einer Serie von 16 Fahrzeugen, die zwischen 1926 und 1928 speziell für Görlitz gebaut worden sind. Wagen 23 fuhr fast 50 Jahre im Liniendienst bis 1979. Dann fiel die Entscheidung, den Wagen als historischen Triebwagen aufzubauen. Das erfolgte in den Jahren 1980 bis 1986. Nee, der Hauptbahnhof. Bin ich scharf. Liegt doch nicht an mir, liegt am Fahrer. Ja, aber der muss vorsichtig fahren. Die anderen haben Vorfahrt. Der Bahnhof ist natürlich nicht mehr so frequentiert und so ist auch der obere Teil dieser Einkaufsstraße, ja, eigentlich dann auch mehr oder weniger ein Problem. Es war immer so, dass hier die meisten Leute ankamen, jetzt kommen die meisten Leute mit Auto oder Bussen und die fahren dann an eine andere Stelle. Ach, oh, ich will überhaupt nichts. Thank you.